Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elden Ring. Ja, in der letzten Folge haben wir einen Boss freigeschalten. Vielleicht sollte ich jetzt den Fahrstuhl wieder nach unten holen. Oh Gott, was? Nein, 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 nein. Das ist doch Verarsche. Junge, was soll die Kacke? Lässt er mir auch nicht vom Ball. Was soll das? Scheiß die Wand an. Das muss ich klippen. Ja, es fängt großartig an. Wie wir sehen. Ich kann doch garantiert einfach jetzt hier zur Seite springen, oder nicht? Oha, okay, ich kann's. Was eine unnötige Drecksscheiße das war. Ich kann mal andere Pfeile ausrüsten, falls es notwendig sein sollte. So. Wir werden kurz alles verwenden vor dem Kampf. Wegen des Ehrenbaums. Flamme gibt mir Kraft. Und den goldenen Schwur. So, zack. Und sofort unseren Kumpel beschwören. Weil, fick die Gegner, dass er zwei heftige Viecher beschwört, ist dreist. Ich hätte... Okay, nice, da konnte ich nicht mal... Ja, das... Der redet. Und du hast fucking viel Leben. Meine Träne kassiert aber auch. Aber okay, warte, machen wir kurz dich nieder, wenn es sich schon so anbietet. Weil keine Lust, hier zwei Randos zu haben. Kann man dich backstabben? Nein. Apple kann bluten. That's some. Das hätte, glaube ich, mächtig. Schön, dass du das ohne fucking Wind-Up machen kannst. Ah! Blitz! Of fucking course. Möchtest du mal entspannen? Kurz. Wie viel Schaden ist das bitte? Das war... Ich hätte es nicht überleben sollen. Was bist du für ein Dude? Komm, der darf nicht... Er kann auch mal bluten. Veteranenprothese. Easy GG. Oh, shush. Das war Glück. Sehr viel Glück. Es ist eine Waffe auf jeden Fall. Eine Prothese. Es ist etwas anderes. Eine als Beinprothese entworfene, von Blitzen umhüllte Klinge, die an der Faust befestigt wird. Kommandant Neil, Veteran von Schloss Sol, bot seine Prothese im Austausch für das Leben der Ritter, die in Gefangenschaft geraten waren.
Später führte er diese Männer als Armee der Heimatlosen. Sturmtritt. Rammt die Prothesenklinge in den Boden, um einen Sturm zu entfesseln. Setzt mit einem starken Angriff nach. Let me have a look. Ah. Okay, warte mal. Ja, wir probieren sofort aus. Tschüss. Ich glaube, den habe ich tatsächlich mit meinem anderen Main nicht geschafft damals. Geben wir mehr an Glaube. Ja, 50 Glaube, das ist das Softcap. Hier, das war. Zack, und dann. Schnieke. Schnieke, Schnieke. Aber jetzt keine Waffe, wo ich denke, ja, Mann, die muss auf plus 10. Was gibt's denn noch hier im Schloss? Soll. Keine Objekte voraus? Glaube ich dir nicht. Es ist ein From Software-Spiel. Nein! Es waren keine Objekte voraus. Ja, Gemeinheit. Was erwartet mich hier? Wenn nicht noch ein Boss. Warte auf mich. Nein. Ein Item auf dem Boden. Geheimes Heiligbaumedaillon. Ah, stimmt. Fürst Mikella, vergebt mir. Die Sonne wurde noch nicht verschluckt. Unsere Gebete reichten nicht aus. Euer Kamerad bleibt seelenlos. Jetzt werde ich ihn nie sehen. Euren göttlichen Heiligbaum. Ich habe jetzt beide Hälften, wenn mich nicht alles täuscht. Um den großen Aufzug von Rold zu benutzen. Okay. Das hat der versteckt. Der Dude hier. Im Schloss. Ich glaube, damit sind wir mit dem Schloss durch, ne? Nice! Auf, weiter geht's. Ich weiß, es gab ein Item, was ich nicht bekommen habe, aber es ist mir jetzt egal. Kann es sein, dass ich dieses Medaillon bräuchte, um hier den nächsten, also Melania, also zu diesem Ort gelangen zu können? Ich weiß es halt nicht, weil ich noch nie so weit gekommen bin, aber maybe. Was bleibt mir denn eigentlich noch alles vom Spiel? Also meines Wissens nach ist es halt hier die Eisgegend. Bis zu dem Boss von hier. Bis dahin bin ich auch damals gekommen. Dann brennt der Erdenbau. Oder er kann brennen. Sehr hoch muss ich. Ja, vielleicht sollte ich dorthin reisen. Da, wo ich fucking schon war. Oder halt eher dahin. In der Hoffnung, dass ich das von hier aus erreiche. Ja, komm, das ist jetzt unser nächstes Ziel erstmal. Da hoch, okay. Dann der Ort, wo Melania ist. Ich will herausfinden, wie ich in die Kanalisation der Hauptstadt kommen kann. Ja, und dann? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt ich noch so lange bräuchte. Zum Glück. Goldene Rune 7.
Voilà. Ei. Ei. Ein Runengefängnis. Siegelgefängnis des Fürstenanwärters. Ja, hier ist eine Marika-Statue. Dann gönnen wir uns doch einen weiteren Bosskampf. Gönnung. So, gegen wen darf ich antreten? Ein Mensch. Ritter Weig der Tafelrundfeste. Nee, das war nicht viel Schaden. Ich glaube, den schaffe ich. Den schaffe ich easy. Easy peasy lemon squeezy. Auf ein neues. Ich will meine paar tausend Runen schon haben. Warte mal. Nochmal ganz kurz. Ich wollte ja mit Stufe... Warum ich jetzt glaube nochmal, ich wollte das hier. 50. Keine Ahnung, ob das irgendwie stark oder nützlich ist. Sehr wahrscheinlich nicht. Aber einfach nur, weil ich kann es dann halt. Flamme gibt mir Kraft. Ich kann auch keine Hilfe beschwören. Wie es aussieht. So. Let's dance once again. Das hat einiges an Damage gemacht, auf jeden Fall. War das jetzt nur ein Buff, oder? Das macht auf jeden Fall Schaden. Aha. Du siehst halt aber auch aus, als ob ich dich... Als ob du Blutung kassierst. Excusez-moi. Das ist ein Move, der ist ausschließlich dem Spieler vorbehalten. Sich zu heilen. Ich glaube, der hätte. Der kann Blitz und Eis. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die er bitte. Hurensohn! Kleiner Vorgeschmack, was der noch alles kann. Alright then. Dann. Weiß ich nicht. Vor allem, ich kann mir keine Hilfe holen. Was ist das für eine Gemeinheit? Deswegen der Ehrenbaum. Zack. Flamme, gib mir Kraft. Die Kraft. Und der goldene Schwur. Weißt du was? Dann kann ich auch direkt dich schlucken. Siegelgefängnis betreten? Nein! Fuck off! So. Wahnsinn! Genau dafür habe ich das verwendet. Warum bufft er sich denn zweimal? Ah! Scheint ja gewollt zu sein. Es geht auf jeden Fall auch schon eine ganze Strecke. Okay. Drei Treffer kann er kassieren. Ja, das war... Ich habe meinen Boss für diese Folge gefunden. Ritter Bike. Bike. Fickel. Ja, Ritter Fickel ist es. Liebevoll. Mir war nicht klar, dass die eiserne Jungfrau da fucking Babys in der Hand halten. Euch? So. Die Reihenfolge ist ja klar. Das muss erstmal das hier sein. Und dann das hier. Dann Schluck trinken. Und dann eine goldene Tour.
Vielleicht kann ich den ja auch einfach mit Zaubern ab. Nein, also ich habe die ja nicht grundlos. Land 6 Glewe. Ja, komm. Bring auch das nochmal. So. Ja, die ich jetzt nicht mehr verwenden kann. Schön. Das hätte ein Backstep sein sollen, eigentlich. Ich respekte deinen Move. Dass er dem komplett ausweicht, ja. Au. Nein. Nein, lass mich Ruhe. Gut, dann nochmal so. Hör auf, so viel herumzuhopsen. Der hat einiges im Petto. Wie kann das sein? Das ist ja ein absoluter One-Shot. Ich kann nichts tun. Das bringt mich halt so weißglut. Weißt du was? Ich habe mein Schild so fucking lang nicht verwendet. Tschüss. Kann ich jetzt dafür wenigstens diesen ganz coolen Hut tragen? Ja! Ja, Mann. Sehen des Erdenbaums. Bitte explodier nicht. Danke. So, Segen des Erdenbaums. Flamme gibt mir Kraft. Und meine Zauber kann ich vergessen, weil die bringen. Also, die lässt. Von denen lässt er sich sowieso nicht treffen. So. Dass ich auch keine Hilfe holen kann. So, 1370 ist ja schon. Haha. Guck mal. Ihn in die Ecke zu treiben. Verbrauch dein ganzes Mana. So, jetzt wird doch wohl verarschen. Junge! Stop it! Nein, das wird auch als ganze Folge hochladen. Oder? Ich meine, also er kann sich ja noch einmal heilen, wahrscheinlich. Wenn er sich zweimal heilen kann, dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Außer sterben. Außer gut werden. Weißt du was, mir sind meine paar tausend Runen da egal. Aber ich habe vielleicht ein bisschen mehr ausgehalten, weil ich den Helm trage. Weiß es nicht. Er hat sich nicht ganz davon treffen lassen. Blute doch jetzt fucking nochmal. So, du kannst safe bluten. Ich bin fest überzeugt. Sure. Ich lasse dich jetzt nicht entkommen. Fick dich. Nicht einmal geheilt hast du dich, Hurensohn. Weichs Drachenblitz. Fingerabdruck, Helm, Fingerabdruck, Rüstung. Uhu, das war einiges an Loot. Also erstmal. Ein von den Fingern versenkter und mit Blasen bedeckter Eisenhelm.
Getragen von Weib, dem Ritter der Tafelrundfeste. Kein anderer Befleckter war dem Thron des Eldenfürsten näher als Weib. Jedoch stieg er ohne jegliche Vorwarnung weit unter die Hauptstadt hinab und wurde von der rasenden Flamme versenkt. Traf Weig seine Entscheidung für seine Jungfer oder hat ihn eine andere Macht mit Suggestionen gelockt? Interesting lore? Okay. Das ist das, was dazu steht und zu... Das sieht ja aus wie ein Blitzbuff. Stärkt den Körper und die Waffe in der rechten Hand mit einem roten Blitz. Beschwört einen roten Blitz, um den Körper des Zaubernden und die Waffe in seiner rechten Hand zu stärken. Verzaubert die Waffe mit Angriffen der Affinität Blitz und erhöht das maximale Ausrüstungsgewicht, verringert allerdings auch die Resistenz gegen Blitzschaden. Von allen Rittern war Weig der Drachenspeer derjenige, den Lanseax am meisten liebte. Ich verstehe auch warum. Der war ein Pain in the fucking ass. Okay, hier ist eine Festung. Aber von wem? Untote Hundis. Sprengbolzen. Cool, dann kann ich denselben Move machen. Dann brauche ich nur noch eine Balliste. Ja, diese fetten... Ah, Feuermönche sind dort hinten. Ja, an den Hunden habe ich echt kein Interesse, du. Ah, hi. Hier ist eine Grace. Ich wollte schon sagen, das ist schon irgendwie ein ein langer Weg. Aber ich glaube, ich muss nicht fasten. Nee. Euch schaffe ich auch ohne... Was? Hoffe ich. Ich sollte vielleicht nicht meine ganzen Runen aufs Spiel setzen. Ja, wobei. Wobei. Ich glaube, ich werde halt mit den Runen, die ich erst hier sammle, ein Level abkriegen. Was ist da denn so heftig hoch? Nee, ich glaube es doch tatsächlich nicht. Weil ich safe erst von einem fetten Viech da genug Runen kriege. 77.000. Ich brauche 82.000. Das heißt, ich mache einfach... drei davon. 11.400? Was ist das denn für eine weirde Zahl? Blaue. Nee. Wir werden noch bis zur Karte in dieser Folge kommen. Ich habe das Gefühl, ich mache mehr Schaden. Es wäre schön, wenn die mit Glaube skalieren würde, aber ich glaube, sie skaliert eher mit Arkan. So einer ist es. Da unter diesen ganzen... Lass mich dich backstaben, bitte. Pan! Au. Und ich verstehe, warum ich mir Hilfe holen kann. Ja, komm runter. Uah. Komm, ich mach auch Feuer irgendwo. Mönchsflammstreitkolben, den habe ich aber anscheinend schon. Komm. Das war Blut. Dorn, Busch. Wächtergarnison. Flammenwächter? Also... Willst du mir zur Seite stehen? Imitator-Träne? Ich habe aber ja fairerweise den falschen... Haha, ich habe den aber mitgebracht. Und jetzt noch Segen des Ehrenbaums. So, und jetzt let's fetz. Dieser Hammer ist...
Für einen Steinschwertschlüssel war das jetzt vielleicht gar nicht mal so cool. Okay, du hast deutlich weniger Leben, als ich gedacht habe. Okay, vielleicht wäre es gar nicht mal so notwendig. Aber lieber so rum als andersrum. Die sind halt alle noch eingefroren. Im Schnee. Ich höre einen Skarabäus. Das hätte mich salty gemacht. Junge. Tschüss. Ich habe dich gespottet. Kriegsasche. Ansturm des Prälaten. Damn, Alter, dieses Spiel ist ja... Also, du kannst ja Waffen machen, wie es dir witzig ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dorthin komme. Doch, das tue ich, aber ich habe... Ich habe gesagt, ich hole die Karte. Fuck, Alter. Eine riesige Träne, diese ganzen Riesen... Oh mein Gott, ist das episch! Und jetzt falle ich. Ach, hier ist auch eine Grace. Schön. Karte. Berggipfel der Riesen Ost. Ja, es ist nicht mehr allzu viel übrig. Da ist diese große Schale. Komm. Oh. Oh, das sind Riesen. Also, kleiner als die Dinger, aber Riesen. Nichtsdestotrotz. Alright, Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge Elden Ring. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, beim Versagen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann sehen wir uns auch da. Bye, bye.